genau. Mm. Bist du ein richtiges Hausmütterli? Das Bärlauch. Basilikum. Das ist exquisit. Ja, wirklich. Wo nimmst du eigentlich all die Zeit? Ich nehme sie nicht in die Kasse. Auf einmal. Hilf lieber. Schau, es ist eben so. In unserem Business. Luxus, Mode, Schönheit. Ist es eben auch nicht mehr so wie auch schon. Ist ja logisch in der Rezession, oder? Du hast keinen Job mehr, du hast gar nichts gesagt. Nur weniger Aufträge, das ist alles. Du bleibst so cool. Was ist mit der Wohnung? Können wir die Miete noch zahlen? Geht schon irgendwie. Was heisst irgendwie? Ich komme schon wieder mal einen Auftrag über. Bist du in der Agentur gewesen? Nein. Ja, dann gang bitte. Ja. Salut Thomas. Ja, was ist? Ich werde nicht lange stören, ich kann euch nur zum Kaffee einladen. Wie bitte? Ja, ich weiss, dass das für dich ein bisschen komisch klingt, aber es wäre mir ein grosses Anliegen. Ich meinte, wir könnten doch die Vergangenheit langsam hinter uns lassen. Das muss ich zuerst mit Murs besprechen. Der hat im Moment überhaupt keine Zeit. Klar, klar, das verstand ich gut. Er ist ja jetzt Mann geworden, oder? Ich habe ihn in einer Zeitung gesehen. Also super macht er das. Ja, genau. Also, wir schauen. Ja. Was ist denn mit dem los? Hast du das gehört? Ja. Es wird langsam unheimlich. So also kann man sich doch nicht verändern, oder? Nein, so nicht. Wo gehst du her? An die Uni. Und du gehst in die Agentur. Ja. Ciao. 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 Urs? Doch noch Zeit für einen Kaffee gefunden? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht die geringste Lust, mit dir einen Kaffee zu saufen. Was bedeutet das? Partei der Freiheit. Du hast Dunsch, hä? Komm doch rein. Nein. Partei der Freiheit, ist das wieder so ein Faschoklub? Das ist beim Thomas, gell? Total falsch. Wir sind eine kleine Partei. Aber nicht mehr lange. Du könntest bei uns mitmachen. Warte mal schnell. Du wartest, gell? Da, lies das einmal. Du wirst gesehen, Össl, ich habe dich noch nie aufgegeben. Ja, und jetzt passt es sowieso viel besser zu uns. Weißt du warum? Weil wir uns verändert haben. Innerlich und äußerlich. Wer steht denn heute noch auf Skins und Springstiefel? Ist doch total laut. Das ist letztes Jahrhundert. Ja, schau dich doch einmal an, Össl. Du legst Wert auf ein geiles Outfit und hast das Herz trotzdem am rechten Fleck. Fahne, Stechschritt und alles Scheiß, da gibt's nicht mehr. PDF. Und die klopfen keine Ausländer und so Zeugs. Doch noch Zeit für einen Kaffee? Könnten wir alles besprechen? Jetzt ist gerade ungünstig. Aber ich lese mal, was sie da so schreiben. Mach das, Össl. Du wirst sehen, das ist genau deine Meinung. Hallo. Hoi. Hoi. Ein Sandwich ist cold, ist okay. PDF, woher hast du das? Was hast du mit dieser Partei zu tun? Nichts, vom Neifenegger. Was, wieso von dem? Der hat es mit Hand gedruckt. Gehst du mit dem Neifenegger kämpfen, wenn ich nicht da bin? Nein, ich habe das Schild dort gesehen, wo PDF draufsteht, und ich wollte wissen, was das soll. Du interessierst dich für diese Partei? Hast du mal gelesen, was da draufsteht? Für einen sauberen Staat. Das ist eine tarnte Faschogruppe und du lässt dich so etwas ein. Ich hätte es wissen. Lass mich jetzt aber in Ruhe. Was? Okay, lass mich aber in Ruhe. Hey, komm sofort an, Urs! Oh, ich habe so fast geschlafen. Unversöhntes Bett. Wenn du mir nicht vertraust. Ich vertraue dir schon, Urs. Hundertprozentig. Warum hast du ihn vorher so? Ich hatte doch einfach Schiss, dass du wieder auf dem seine Ideen reingehst. Schau dich den Typ mal an. Das hat doch mit mir überhaupt nichts mehr zu tun. Wir sind doch schön zusammen. Ich weiß.
weiss, sorry. Ich habe wirklich Angst, dass der uns wieder auseinanderbringt. Komm, wir ziehen hier raus. Nein. Die Wohnung ist eh viel zu teuer. Nein, ist sie nicht. Ich habe schon wieder 3 Shootings. Bitte. Ich überschlafe mir das Ganze. Ja, klar. Habe ich gesagt, voll bis auf den letzten Platz. Ach ja, Lilian und der Thomas sind ja da. Die können ja nicht mehr schief gehen wie die ganze Familie. Oh, leck, bin ich nervös. Alles bereit, es kann losgehen. Du gibst das Zeichen, Martin, ja? Merci, meine Lieben. Merci, merci, merci. Es war eine kleine und bescheidene Veranstaltung, aber die schönste und die wichtigste von meinem ganzen Leben. Nämlich das erfolgreiche Comeback von Encanto. Merci. Dass ihr mit eurem Einsatz und mit eurer Professionalität zu dem grossen Erfolg beigetragen habt. Wir sind grossartig. Einfach fantastisch, wunderbar. Hey, super gewesen. Wir sind super gewesen. Also so merci, schick. Ich habe immer gewusst, dass etwas in dir steckt. Als Mutter weiss man das. Gratuliere, Martin. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Wirklich. Ja. Danke. Mein Bruder Herzl, wer hätte das gedacht? Ja, ich natürlich auch. Die herzliche Gratulation. Das ist so schön. Ich gratuliere. Ja, dann gehe ich jetzt glaube wieder. Ihr wollt ja sicher noch ein bisschen feiern mit euren Gästen. Mhm. Was heisst, eure Gäste gehören mir doch auch dazu. Ach so, Entschuldigung. Ich habe gar nicht gewusst, dass Lilian eine neue Freundin hat. Nein, es ist eigentlich mehr ein alter Bekannte. Ja, also ich würde vorschlagen, dann trinken wir jetzt etwas. Das haben wir jetzt ja verdient. So, Ursache, so kann ich mich wirklich nicht konzentrieren. Warum? Du kannst dich doch nur mit Musik konzentrieren. Ja, aber nicht zu Hip-Hop in Party-Lautstärke und wenn du da mit deinem Ärschli rumgewackelst. Sowieso hast du nicht so einen Bademoder-Job. Verschoben? Verschoben? Cancelled, meinst du? Hey, das ist schon der 4. Job, den ich nicht habe. Ich habe gerade Flauten im Moment. Was sagt das deine Agentur? Schau mal, 50 Cent, so geil. Kannst du den 50 Cent schnell mal abschalten, bitte? Warum? Weil ich mit dir reden möchte. Messi, solltest du echt nicht eine andere Agentur suchen? Warum? Weil du keine Jobs mehr hast und irgendetwas muss passieren. Wir sind fast pleite. Wenn einem Kunden mein Face nicht passt, kann die Agentur auch nicht machen. Ja, und der Luisi, der früher noch Jobs vermittelt hat, ist jetzt halt auch weg. Was heisst das? Ja, der hat auch noch Interesse daran gehabt, dich zu protegieren, im Gegensatz zu der Agentur. Was willst du damit sagen, dass ich mit dem Luisi ins Bett bin, nur wegen den Jobs? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint? Nein, es hat mich nur Wunder genommen. Ich meine, was man so hört vom Modebusiness.
Das Model geht mit jedem ins Bett, wenn nur ein Shooting dabei raus schaut. So ist wirklich nicht gemeint. Ja, aber denkt, wieso sagst du es denn? Bist du eifersüchtig? Ich glaub's nicht. Du bist eifersüchtig und dann noch nachträglich. Das finde ich jetzt richtig süß. Aber im Ernst, los, der Luisi hat mich nicht interessiert, weil er Fotograf war. Aber es ist vorbei, Vergangenheit. Jetzt gibt es nur noch einen Typ, der mich interessiert. Und du weißt, wer das ist. Aber wir müssen uns etwas überlegen wegen dem Stutz. Ich kann echt nicht mehr Miete zahlen. Musst doch nicht. Es ist bald vorbei, die Hungerstrecke. Ja, hoffentlich. Ich habe echt keine Lust, auf die Zielpost Briefe sortieren. Spinnst? Vorher gehe ich auf den Strich. Was? Du traust mir wirklich alles zu. Wie ernst, du musst sicher nicht arbeiten. Weil dein Kopf für die Uni frei musst behalten. Ich finde eine Lösung, das verspricht. Es ist die Lösung, die man allgemein erwartet hat und die praktisch auch angekündigt ist. Guten Tagli. Was willst du? Du willst Küchenschlüssel? Nein, das mal nicht. Aber eine kleine Beschwerde hat ich anzubringen. Frau Bieri von unten reklamiert, hat die Waschmaschine nicht sauber hinterlassen. Das geht doch dich einen Scheiß an. Bist du jetzt ein Hausmeister oder was? Ich bin Hausmeister, seit gestern. Kleiner Nebenverdienst. Keine Angst, ich lade niemanden zum Drehen. Und unter uns sagt die Bieri keine Sauberkeitsfimmel. Ich bin noch gekommen, vorzuwarnen. Allerdings, der Müll gehört wirklich nicht ins Stegenhaus. Sonst hat sie noch mehr Grund zum Meckern. Schönen Tag! Was hat er will? Jetzt hat er noch den Hausmeisterjob übernommen. Ich kann ja die ganze Zeit legal im Haus rumschnüffeln. Hat er irgendetwas vor? Das passt doch zu ihm. Jetzt, wo er nicht mehr im Militär alle rumschikanieren, wenigstens hier im Kleinen. Ich kann ihm nur leid tun, das Würstchen. Es ist so stillos. Jetzt hör doch auf. Erstens kommt sie in mein Zimmer und zweitens können wir uns einfach keine Designabteile mehr leisten. Passt du, ich habe meinen Ausschniffen nicht gerutscht schon gehabt. Hoi, Urs. Hallo. Du bist Alex. Hoi, Kelly. Stören wir, wir sind gerade in der Nähe gewesen. Nein, kommen wir rein. Ciao, Thomas. Hey. Immer noch mir richten. Zusammen? Mhm. Ist von Alex und von mir. Wow, ein Schocki. So geil. Danke vielmals. Du bist das Alex. Sorry, freut mich. Viel gehört. Kompi-Freak. Ja, kann man so sagen. Leck, schön geworden. Habt ihr im Lotto gewonnen? Ach, nein, eher im Gegenteil. Es ist praktisch pleite. Ich glaube, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Wollt ihr etwas trinken? Gerne einen Kaffee. Ich bin total auf der Schnur. Kaffee? Oh, wir haben den ganzen Tag Wegezimmer und Wohnungen angeschaut für Alex. Ist schon genug vom Landleben? Nein, nein, ist nicht wegen dem. Ich arbeite jetzt in Altstädten. Und vom Bauernhof aus wäre es einfach zu weit jeden Tag hin und her. Ja. Es ist total mühsam. Entweder sind die Wohnungen Horror oder dann die Leute. Das ist total teuer alles. Ja, da haben wir gedacht, wir fragen euch mal. Weil wir noch ein Zimmer zu vermieten haben. Also einfach über etwas wüssten, aber das wäre natürlich noch besser. Von mir aus schon. Echt? Aber wie habt ihr das denn gemacht mit dieser Wohnung? Die haben ihr ja total easy gefunden. Der Urs kennt halt den Besitzer vom Haus. Okay, Vitamin B. Ja. Die Alex sucht eben eine Wohnung. Ja, am besten nimmst du wahrscheinlich schon das Wegezimmer im Kreis 5. Das ist einfach total teuer. Wie viel wollen sie denn? 1000 Stutz. Was? 1000 Stutz für das Wegezimmer? Er braucht eben ziemlich dringend etwas. Ja, schade, dass ihr da wollt, das Zweite bleiben. Yes, grundsätzlich schliessen wir das nicht aus. Ich meine, wenn es etwas schon passt. Ja? Ja. Müssen wir darüber reden? Das Zimmer neben dem Eingang brauchen wir wirklich nicht, oder? Ich glaube, der Kaffee ist fertig.